So, hallo. Das ist jetzt mittlerweile schon wieder das dritte Video, was ich zum Thema mache, Geld verdienen mit Modelleisenbahn. Die Frage stellt sich, beziehungsweise die Frage wird sich vor allem für euch stellen, warum sollte ich gerade der Richtige sein, der mit Modelleisenbahn Geld verdient? Davon habe ich doch gar keine Ahnung. Und vor allen Dingen, das Allerwichtigste, es interessiert mich nicht die Bohne. Modelleisenbahner, das sind irgendwelche alten Leute mit Jackett und irgendeiner komischen Schiebermütze auf dem Kopf. Nein, oder beziehungsweise genau richtig. Deshalb seid ihr die Richtigen, um mit so etwas Geld zu verdienen. Weil ihr wollt die Sachen nicht behalten. Das ist euer großer Vorteil, wenn man damit Geld verdienen möchte. Weil gerade die schönsten Sachen bringen natürlich am meisten Geld. Und wenn ihr immer der Meinung seid, die tollsten Sachen stelle ich mir selber in die Vitrine, dann ist das ganze Geschäft jetzt schon am Boden. Das ist wie so ein Wirt, der am liebsten selber sein Bier trinkt. Das wird nichts. Weder mit der Kneipe noch im Geschäft, wenn man irgendwas verkaufen möchte. Deshalb, wenn ihr euch nicht für Modelleisenbahnen interessiert oder sie nicht besonders schön findet, dann habt ihr schon mal einen großen Vorteil auf der geschäftlichen Seite. Ihr geht viel emotionsloser an die ganzen Sachen dran. Das ist euer Vorteil schon mal Nummer 1. Jetzt ist die Sache, warum sollte man sich überhaupt mit Modelleisenbahnen auseinandersetzen? Für mich persönlich war es vor allen Dingen immer so, dass es so eine Art Schatzsuche war. Man weiß ja nie, was man kriegt. Die Leute rufen einen an. Und die interessantesten Sachen sind es immer, wenn irgendjemand sagt, ich weiß gar nicht genau, was ich da habe. Ne? Dann ist man immer mit viel Freude schon hingefahren. Man wusste ja, wie gesagt, man nicht, was man jetzt wirklich gleich angeboten kriegt. Ist es wirklich ein richtiges altes Schätzchen, was viel wert ist? Oder ist es vielleicht doch irgendeine kleine Plastikeisenbahn irgendwo aus billigstem China-Zeug zusammengehauen, ne, wo man sagt, okay, alles klar, das war nicht mal den Sprit wert, den ich da hingefahren habe. Also ein bisschen Schatzsuchermentalität muss man da auch mitbringen. Aber das sollte eigentlich für jeden, der irgendwie ein Geschäft im Internet eröffnen möchte, ne, gehört da schon ein bisschen mit dazu, dass man natürlich auch einen Bock hat, sowas zu machen und vor allem darum Geld damit zu verdienen. So, ich habe mir ein paar Punkte notiert, deshalb nicht komisch gucken, wenn ich zur Seite gucke, weil da läuft noch mein Laptop nebenbei, damit ich hin und wieder mal drauf schauen kann, was ich noch notiert habe für dieses Video, wo es darum gehen soll, um die Grundlagen und vor allem um den Einstieg, warum man mit Modelleisenbahn irgendwie anfangen sollte, Geld zu verdienen. Für mich eine Sache war, ich brauche nicht viel Platz. Ich war damals, als ich damit begonnen habe, war ich gerade ganz jung Familienvater. Ich hatte weder Zeit, schon gar nicht zu ganz normalen Uhrzeiten, wo die Leute alle zur Arbeit gegangen sind, sondern immer nur abends spät mal ein bisschen was. Und ich hatte auch nicht besonders viel Platz, um meine ganzen Sachen zu ordnen. Das heißt, ich kann ja nicht anfangen mit Fahrrädern oder Autos zu handeln oder sonst irgendwas. Und um irgendwelche, keine Ahnung, Versicherungen zu verkaufen, da kann ich nicht abends hinfahren. Da war ich wichtig als Familienvater, dass er zu Hause war. Also habe ich mir irgendwas gesucht, was schön kompakt war. Und eine Modelleisenbahn, ne, so ein ganz normaler Anhänger, der ist halt nicht groß. Die sind nur so ein paar Zentimeter lang. Also die meisten Sachen von einer richtigen Modelleisenbahn, die kann man in mehreren großen Umzugskartons einfach problemlos irgendwo lagern. Das ist keine Sache. Da braucht ihr auch keine besondere Hardware oder so dazu. Das heißt, euch reicht ein ganz normales Laptop, eine ganz normale Kamera und schon kann es losgehen. Und damit habt ihr schon eine vernünftige Grundausstattung, um mit so einem Geschäft zu beginnen. Dadurch, dass es halt relativ klein ist, hat man auch den Vorteil, weil die Sache möchte man ja meistens im Internet verkaufen. Im Internet heißt ja immer, dass ihr die ganzen Sachen verschicken wollt. Das heißt, ihr braucht nicht viele Pappkartons oder keine großen Pappkartons, um die Sachen durch die Gegend zu schicken. Jedenfalls nicht bei ganz normalen Eisenbahnen. Hat einen Vorteil, weil das muss man ja auch irgendwo lagern. Ja, und das ist für den Einstieg natürlich auch wichtig, dass euch klar sein muss, ihr müsst zur Post fahren. Und zwar möglichst oft, nicht jeden Tag, das kann man nicht schaffen, aber möglichst oft schon zur Post. Das heißt, irgendwie sollte schon eine Post bei euch in der Nähe sein. Oder solltet ihr wenigstens ein Auto zur Verfügung haben, um die Sachen dahin zu bringen. Weil letztendlich, die Kunden kaufen das bei euch, sie bezahlen das meistens sehr schnell im Internet mit PayPal und was es da sonst alles noch gibt. Oder Überweisung. Und dann wollen sie das Zeug auch haben, also könnt das nicht tagelang rumliegen lassen. Ja. Und ansonsten, wenn ihr sagt, ja, ich habe doch gar keine Ahnung, wie soll ich denn eine Eisenbahn kaufen, wenn ich überhaupt nicht weiß, wie teuer sowas ist. Natürlich ist das eine Erfahrungssache, die man mit der Zeit mitbekommt. Was aber immer ein ganz guter Anhalt ist, ist, wenn ihr bei eBay schaut, da stehen ja die ganzen Sachen drin. Und ich weiß nicht, ob ihr das kennt, bei eBay gibt es eine Funktion, da kann man schauen nach verkaufte Artikel. Das heißt, man geht bei Artikel suchen, da gibt ihr ein, was weiß ich, Modelleisenbahn, Märklin, sonst irgendwas.
Dann guckt ihr drauf bei erweiterte Suche, da drückt ihr drauf und dann schreibt ihr, dann sucht ihr den Punkt zum Anklicken, ist der raus auf verkaufte Artikel. Und dann seht ihr auch, für was die Sachen wirklich verkauft werden. Weil nur für irgendwelche Fantasieangebote, die sie für sofort kaufen, ne, dafür könnt ihr die Sachen nicht einkaufen, das wird nichts. Also für euch ist ja wichtig, was ihr verkauft. Ne, beziehungsweise für was für ein Geld ihr es vermutlich verkaufen könnt. Und darüber kann man ganz gut einschätzen, was man später dafür bekommen wird. Ansonsten, so einen ganz groben Anhalt bei einer H0-Eisenbahn, wenn ihr die Sachen einkauft. Für eine Dampflokomotive 20 Euro, also für eine Lokomotive 20 Euro und für einen Anhänger 5. Und die kleineren Anhänger eher weniger. Dafür kauft ihr das Zeug ein. Ja, ihr geht da hin, ihr zählt die ganzen Sachen einfach durch und dann sagt ihr, das ist mein Preis dafür. Und auch Schienen sind nicht viel wert. Geht davon aus, dass eine Weiche vielleicht 5 wert ist und eine ganz normale Märklin-Blechschiene maximal 30 Cent. Ja, und wenn ihr die ganzen Sachen dann durchzählt, dann macht ihr einen Preis dafür. Und wenn ihr damit einkauft, dann solltet ihr eigentlich damit zurechtkommen. Aber das ist, wie gesagt, eine Erfahrungssache. Natürlich gibt es Lokomotiven, die viel, viel wertvoller ist, aber viel wertvoller sind. Aber das wird euch dann schon der Kunde, beziehungsweise euer Kunde, wo ihr es kaufen wollt, wird euch das dann schon erzählen. Weil sonst wird die ganze Sache nämlich nichts. Tja, und jetzt könnt ihr sagen, warum sollte ich das machen? Ja, es gibt doch schon so viele andere, die das auch tun. Oder wenn ich am Wochenende in die Zeitung schaue, steht ja schon drin, was quasi ich suche, Modelleisenbahn. Das machen ja schon viele und so weiter und so fort. Ja, es machen viele, aber auch bei diesem Job, da fliegen ja nicht die gebratenen Hähnchen in den Mund. Das heißt, es reduziert sich auf Arbeit. Und wenn ihr bereit seid zu arbeiten, könnt ihr damit einfach Geld verdienen. Ja, es ist eine Sache, ihr müsst halt organisiert sein, dass die Sachen möglichst schnell verschickt werden können, ordentlich sauber einpacken. Und dann kann es eigentlich jeder damit nach kurzer Zeit schon ein schönes Geschäft beginnen. Wie ich schon gesagt habe, die Vorteile sind vor allen Dingen, ihr braucht dafür wenig Platz und ihr braucht keine besondere Hardware, also nicht, dass ihr irgendwie finanziell am Anfang groß einsteigen müsst. Ihr müsst erstmal nur das Geld mitbringen, um eine Eisenbahn zu kaufen. Und das geht manchmal schon bei 50 Euro los. Ja, das war jetzt erstmal das erste Video nur zum Einstieg, wenn ihr euch überhaupt Gedanken darüber macht, euch mit sowas mal zu beschäftigen. Ich werde noch mehr Videos machen, wo es dann wirklich um die Einzelheiten geht, wie mache ich gute Fotos, wie sortiere ich meine Auktionen, was für Anhänger sind was ungefähr wert. Aber das sind andere Videos, die kommen erst noch. Wenn es euch gefallen hat, liked es und noch schöner wäre, wenn ihr meinen Kanal dann auch abonniert. Weil ich habe vorher noch etliche Videos zu machen. Schon mal danke für eure Aufmerksamkeit, dass ihr euch die ganze Sache überhaupt angeschaut habt. Ciao.